So, moin moin, ihr guten Gasnasen. Gleich mal ein Doppelvideo. Keine Ahnung warum. Ich hab Bock dazu. Ich habe es im ETS 2 Video angekündigt. Es gab reichlich Mods. Eins davon ist dieser komische kranke Bahnhof und ich versuche mich in irgendwas, aber ich habe noch keine Ahnung was. Da ich heute Abend nicht weiß, was ich streamen soll, ja. Sieht alles noch ein bisschen eigenartig aus. Aber ja, selbst diese Brücke, ich weiß nicht, ich glaube, da war definitiv, ja, Meister Röhrig am Werk, dass er diesen gebaut hat. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen gesoffen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, dann habe ich hier noch ein paar S-Bahn-Stationen. Mit so wunderschönen S-Bahn. Ich weiß gar nicht, gerade rein. Fährt gerade rein. Wir fahren einfach mal mit. Zack. Der Bahnhof ist komplett neu. Man kann ihn in verschiedenen Varianten aufbauen. Alles auf der offiziellen Seite von Transport Fever. Eigentlich relativ nice gemacht. S-Bahnen schon eine ganze Weile. Also ich will euch nur kurz fix noch einen Bahnhof zeigen. Deswegen fahren wir einmal mit. Meckes darf man nicht vergessen. Meckes ist immer wichtig. Also nicht für mich, sondern für andere Leute. Andere brauchen Meckes. Ich brauche, keine Ahnung, ich habe heute zwei Pizzen gefressen. Ich brauche keinen Meckes. Ihr braucht auch nicht alle auf den Deabo-Button klicken. Nur weil jetzt kein ETS 2 im Moment kommt, weil es ist im Moment ziemlich langweilig. Hab die Aufgaben geschafft und irgendwie kommt da gerade nichts Sinnvolles Neues bei ETS, weil wir müssen warten. So, jetzt kommt ein neuer von den Bahnhöfen. Wir fahren mal kurz rein, da an den Mod-Hersteller vielleicht noch das mit den Scheiben fixen. Weil die dürften sich gleich verabschieden. Nein, hier ist es nicht. So. Zack, bumm. Haben wir das. Wir halten kurz das Spiel an. Was ist denn der Bahnhof? Der neben dem Hauptbahnhof. Ursprünglich haben hier noch keine Häuser gestanden. Jetzt stehen sie hier. Ich weiß gar nicht, können wir da mal fahren? Der S-Bahn. Da haben wir gerade keine in der. War gerade keine drin. Fahren wir einfach mal ganz kurz. Und dann zeige ich euch die Besonderheit an dem Kopf. Schwupp. War lieber von innen mit. Übrigens, frohe Ostern nochmal. Erst hat es geschneit in Berlin. Jetzt regnet es wie Sau. Ich muss mal gucken, dass ich die eine S-Bahn nochmal stilllege und da die Brücke überarbeite, weil. Obwohl, das hat eigentlich irgendwie so sein, keine Ahnung. In der Mitte hält die 2 ganz außen, in der Mitte hält die 1, ganz links die 2, auf Gleis 3 dann, also ganz rechts dann die 3. Nein, andersrum. Wie sind die in der 2? Ganz rechts die 2, ganz rechts die 2, ganz links die 1, 3, in der Mitte die 1. Und irgendwo da unterirdisch fährt noch die Regionalbahn. Bin ich auch noch am Fummeln. Und ich muss gucken, dass ich den Bahnübergang hier nochmal hübsch kriege. Den Straßenübergang. Obe, was soll's. So, jetzt kommen wir gleich zu dem komischen neuen Bahnhof. Wenn jetzt einer sagt, das ist viel zu viel Schienenmaterial in einem Dorf, das ist mir wurscht. Die Stadt wächst und wächst und wächst und da brauchen wir das alles. So, jetzt seht ihr das gleich, was ich hier rechts von uns jetzt meine. Da verabschieden sich jetzt gleich immer die Scheiben. Zack. Das ist doof. Das darf nicht passieren. Zack. Oh, sie bleibt. Das ist halt, jetzt könnten wir noch Schallschutz hier ranbauen, aber das ist wahrscheinlich alles im Stream.
Oh, die S-Bahn fährt auf der 2 und heißt sogar S2. Endlich mal was getroffen. Gut, so viel zu dem Kram. Ansonsten, ja. Hier ist noch ein Zug unterwegs. Ja, die ersten fahren sogar schon. Das mit dem Flughafen muss ich auch noch üben. In diesem Sinne, ja, wollte ich euch mal so gezeigt haben, was wir hier so basteln. Warum ich auch im Moment nicht so wirklich Bock auf ETS2 habe. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen in diesem Sinne. Scheiße. Tschüss mit euch.